Dennis Schröder, Ex-Ehrenpflaumer. Über die LA Lakers, Familien, Autos, Zocken, Geld und Zukunft. Das ist ja interessant. Und World Tour, willkommen aus Los Angeles. Ihr könnt euch auf einen Tag mit Dennis Schröder freuen. Er spielt jetzt wieder bei den LA Lakers. Und hier findet heute Abend der Crypto.com Arena das Spiel Lakers gegen Brooklyn Nets statt. Und das schauen wir uns an. Und dann... 8 Tagen, 400.000 Aufrufe. Gibt es einen Tag mit Dennis Schröder. Also, Ehrenpflaumer abonnieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. LeBron! Was ist, jedes Mal, wenn ich seinen Namen höre, was ist das für ein cooler Name? LeBron James. Der konnte doch nur Basketballer werden. Leonardo DiCaprio. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Die hören sich schon alle so an, wieso? Die sind alle cool. Elias Nernisch hört sich zum Beispiel scheiße an. Hört sich nicht an, als wenn der Typ berühmt werden könnte. Dass aus Elias Nernisch mal was werden könnte. Thomas Müller. Namensänderung kostet ein Kahl. Das ist mir irgendwann auf den Sack gegangen. Aber da läuft übertrieben coole Musik in Basketballspielen. Schau mal, wie das da aussieht. Oh, das ist auch eine Puente. 3rd things first, what's your name? Luno. Luno? Junior. Okay, yes. I'm Kai Junior. Das ist wieder mein Botschafter. Schön zu sehen. Alles gut? Alles gut. Lange nicht gesehen, ne? Das stimmt. Er versteht Deutsch, aber spricht nicht so gut Deutsch. Ja, erste Antwort ist immer auf Englisch. Okay, das ist normal, oder? Mit ja, den Freunden und so. Unsere Nannys sind gerade noch da, deswegen mit meiner kleinen Tochter. Okay. Manu, Bolzplatzkuss. Und das ist jetzt das neue Haus? Ja, aber das ist nicht mein Haus, was ich gekauft habe vor knapp 2 Jahren. Aha. Da sind jetzt noch Mieter drin. Jetzt sind wir erstmal hier für 1-2 Monate und dann hoffentlich in unser altes Haus. Ja. Ja, das ist in Taserna. Mhm. Hier ist ein bisschen weiter. Ich glaube, ich fahre jetzt zur Arbeit knapp 1,5 Stunden. Aha. Das ist fast wie Braunschweig nach Hamburg. Wo trainiert ihr eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Der fährt 1,5 Stunden zum Lakers-Gelände, überleg mal. Wie ganz krank ist das denn? Ja, er ist nicht so groß für den Basketball, aber er ist echt extrem giftig so. Nicht in der Crypto Arena, weil das sind ja noch alle anderen. Ja. Auch, ne? Wir haben eine Facility in El Segundo. Okay. Mhm. Das ist so von hier 39 Minuten. Mhm. Da sind immer die ganzen Trainingsanheiten. Mhm. Wir haben ja auch ein G-League-Team. Mhm. Die trainieren auch dort. Okay. Und ja. Ja, das Spiel war cool am Sonntag. Ja, ihr wart da, ne? Ja. Zum Glück haben wir Sieg geholt. Ja, gegen ja. Brooklyn auch. Aber wir können jetzt leider nicht zu jedem Spiel kommen, weißt du, wenn Sascha es gelegen hat. Aber ihr seid am 19., nee, 18. Seid ihr noch da? Das schaffen wir leider nicht. Mhm. Ah, da hast du dein Comeback jetzt, ne? Ja, genau. Ja. War jetzt draußen 4 Wochen, wurde operiert am Daumen. Aha. Innenseite war gerissen. Aha. Und das geht so schnell, dass du da jetzt wieder spielen kannst, ne? Krass. Das ist jetzt, glaube ich, der 26. Tag. Mhm.
Und am Freitag kann ich dann wieder auflaufen. Zum Glück. Vielen Dank. Ja, hat es gekribbelt am Sonntag. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, das ist schon, also gerade ist das spezielle Rivalität auch mit Brooklyn? Weil der war schon so ein bisschen. Ja, schon. Aber ich meine, wenn LeBron nicht spielt, dann ist das so ein bisschen, weil LeBron und KD, das ist immer so ein Rivalry. Mhm. Aber es ging auch so schon, man hat schon gemerkt, so, LeBron an der Seitenlinie, ne, hat schon immer, war schon immer mit dabei. Ein bisschen, ne? Deswegen. Aber das braucht man auch von ihm. Das hat er Anfang der Saison nicht so gemacht. Und jetzt haben wir ihn darum gebeten, dass er jetzt ein bisschen mehr spricht mit dem Team, mit den Coaches. Und das hat er direkt vom ersten Tag dann gestern beim Spiel oder vorgestern beim Spiel gemacht. Mhm. Wer ist so dein bester Buddy in der Mannschaft? Russell Westbrook ist schon, ich habe ja mit ihm in Oklahoma schon gespielt gehabt. Er ist einer meiner Besten, dann Braun, AD, mit dem bin ich auch sehr close. Aber eigentlich, also ich meine, die anderen kenne ich jetzt noch nicht so lange, drei Wochen knapp. Aber alle sind schon echt sympathisch und charakterlich in Ordnung. Also alle auch professionell, deswegen ist das schon cool so. Und hat sich jetzt was verändert, seit du weg bist? Also ist irgendwas anders jetzt? Bei den Lakers, also in der Zeit jetzt, wo du nicht so, warst. Ja schon, also medizinische Abteilung viel besser. Wo ich hier war das erste Mal, da war es echt Katastrophe. Ganz wichtig, wenn man ein bisschen älter ist. Ja, 29 ist jetzt auch nicht mehr 18, deswegen. Ja, aber also, ist aber cool hier, oder? Wie ist das von der Gegend hier? Ist das, aber es ist schon echt weit von den Sachen, wo ich halt täglich hin muss. Aber wie du siehst, ist es schon ganz cool hier. Wir haben noch ein Gästehaus für die Nannies. Das war uns sehr wichtig und das war eigentlich. Ich wäre dann auch gerne Nanny. Gästehaus für die Nannies, sowas ist immer geil. Hat ich mit das einzige Haus, was gepasst hat für uns mit Gästehaus. 299 Subs. Weil die Nannies kommen aus Oklahoma. Die habe ich in Oklahoma kennengelernt. Genau. Aber Gegend ist hier ganz cool. Also ist nice. Ne? Kenne das eigentlich hier auch ganz gut aus. Viele Sommer auch schon hier gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich gar nicht. Geiler mit 5. Da müssen wir gleich mal drüber reden, weil das ist so die Frage. Bela, danke für 5. Ich habe natürlich 1000 Fragen, weil das ist so weit weg. Weil man sich das, dieses Leben, wie lebst du hier als NBA-Spieler? Und Ich wollte auch eine Haustour machen, aber wir haben das zeitlich nicht mehr geschafft. Also wir wollten auch eine Haustour von seinem Haus logischerweise machen und sowas. Wir wollten sogar ein Video machen, wie Sydney sein Urus fährt. Aber wir haben das alles zeitlich nicht mehr hinbekommen, weil die mussten dann irgendwie zum nächsten Spiel wieder. Wie ist das, wenn du irgendwo rausgehst, erkennen dich die Leute sofort, das hast du sofort Aufmerksamkeit? Ja, also es kommt noch an, ob du die Mütze aufhast. Wollte ich gerade sagen, oder? Es kommt noch an, ob du die Mütze aufhast. Wenn ich die Mütze aufhabe, also viele erkennen mich jetzt schon mit der Mütze, weil das ist auch schon so ein Markenzeichen eigentlich. Hier ist es schon eher, wie soll ich sagen, also Leute kommen auf dich zu und fragen, hey, können wir ein Bild machen? Und in Deutschland ist es eher so ein bisschen zurückhaltend. Die wissen, wer du bist, aber die sind eher still und wollen dich natürlich auch nicht stören. Und deswegen ist es halt immer cool, 8 Monate hier zu sein oder 4 Monate drüben. Oder 3 Monate. Kommt ja darauf an, wie lange die Saison ist. Aber wie gesagt, ich habe ja meinen Cousin hier, Joel ist hier, mein Fahrer, dann natürlich meine Familie. Deswegen sind wir da schon gut aufgestellt, dass wir. Nichts passiert natürlich auch. Seid ihr aber in der Nähe hier? Er lebt hier. Ah, du lebst hier? Ich wohne gleich hier vorne. Ach so. Hier, gleich in die Tür rein. Ah, okay. Mein Fahrer ist auch direkt vorne, dass er mal rauskommen kann. Perfekt. Aber da können wir ein Stück rumgehen? Mal gucken. Die Nannies, die wollen nicht gefilmt werden. Ja. Das ist ja ein kleines Grundstück. Digga, der hat da ein Schwimmbad und einen Dschungel bei sich. machen wir auch nicht. Ein bisschen, wie gesagt, halt Pool, Garten, hinten ist noch. Auch die Deckenleuchten sind es mal wieder. Ich bin so ein Freund von Deckenleuchten. Unglaublich. Gästezimmer oder Gästehaus. Und das ist euer Bus hier, mit dem ihr dann, wenn ihr mit der ganzen. Weil wir fahren 1,5 Stunden zur Arbeit. Deswegen kann ich mich hinten halt immer hinlegen. Ach, was? Wirklich? Ja, du hast ein. Ja. Nee, da nicht. So. Ich habe jetzt gedacht, da ist ein Bett hinten drin oder so. Nein. Okay. Verstehe. Also, du pennst dann wirklich dann? Ja, wenn ich denn? Heute musste ich um 7.45 Uhr raus. Ist eigentlich nicht meine Zeit, deswegen. Machst du deinen Powernap dann hier? Direkt hier. Das alles schön gebrandet. Mit D17. Ja. Lässig, cool. Hier sind 3 Zimmer drin. Eine Garage,
Da so eine Hundehütte. Wo sind eigentlich deine coolen goldenen Autos hingekommen? Die habe ich nicht mehr. Na, das weiß ich aber. Guck mal, in Deutschland, die haben, wo ich das gepostet habe, war ja Alarm, ne? Direkt. Sowas ist nicht gern gesehen. Ist der hier ein Goldstack, hast du jetzt mal ein Problem. Die Leute beschäftigen sich immer mit Sachen, das sollte denen Wumpe sein. Ja, muss nicht sein, ja. Aber die Leute machen da so einen Film draus. Oh mein Gott, blablabla. Kümmer dich um dein Leben, meine Fresse. Warum sind die so? Ich will nicht so viel reden, aber ihr wisst, Edi Geller hat einen Arbeitskollegen, der bei Real Madrid spielt und wir haben uns getroffen, weil wir gute Kumpels sind. Und da wurde auch so ähnlich so, ja, hast du Bock? Und er hat ja auch schon oft in seinem Podcast gesagt, dass er gerne in Madrid leben würde. Dass das Leben da einfach geil ist, die Leute sind viel entspannter und sowas. Und auch mit seinem Interview, ja, man merkt, dass du aus Deutschland kommst und so. Das ist wirklich, das Real Talk ist wirklich, ist verrückt. Die beschäftigen sich da mit den Sachen, es ist geisteskrank. Bild-Zeitung, glaube ich, war drin. Gepostet habe, war ja Alarm, ne? Direkt Bild-Zeitung, glaube ich, war drin. Und die Leute haben immer, es haben falsch aufgenommen, glaube ich. Ja. Im Endeffekt, Gold ist meine Lieblingsfarbe gewesen, Schwarz-Gold immer. Ja, war es da falsch aufgenommen, mach was du willst. Wenn deine Lieblingsfarbe pink ist, holst du ein pinkes Auto. Wenn sie lila ist, dann lila. Gold, dann halt Gold. Ist nicht jedermanns Sache so. Vielleicht ein bisschen, ne? Aber ja, da überleg mal. Habe ich bis jetzt immer noch, natürlich jetzt ein bisschen dezenter. Aber Schwarz-Gold ist immer so meine Farben gewesen. Und wir können es jetzt ja wirklich auch mal, wir können es jetzt mal allen sagen, ne, die das nie begriffen haben. Ja. Die waren nicht echt Gold, ne? Lach. Ja, die Leute haben gedacht, wir haben das so wirklich überschüttet, ja, mit Gold. Ich weiß. Das war einfach nur ganz foliert, normal foliert, so wie du das Auto, wie wir es foliert haben, in matt. Einfach nur normale Folie. So. Aber Leute haben natürlich wieder ein großes Ding draus gemacht. Für mich war es halt eine coole Erfahrung. Vor allem in Atlanta, weil in Atlanta machen das halt viele. Und ja, da hatte ich meinen R8 in... Komplett Gold. Ja, das kann ich mich gut erinnern. Ja. Ja, muss man aufpassen. Goldene Autos, goldene Steaks. Ja. Sehr ehrlich, mit Ribéry auch verrückt gewesen. Sehr gefährlich, ne? In Deutschland. Das ist natürlich schwierig, wenn du 8-9 Monate hier drüben bist und dann aber nur 2-3 Monate, 4 Monate in Deutschland. So, dann bist du halt hier die ganze Zeit, tagtäglich. Du siehst halt die ganzen Leute und im Endeffekt hier war es halt normal. Ja, das ist vielleicht der große Unterschied. Ne? Also wenn man hier lebt, hier ist ja wirklich alles auch öffentlich, was Leute verdienen. Ja. Ja? Und es ist immer, hey cool, so viel verdienst du, super. Ne? Ja, ist wirklich krass. Wir haben mit den Elevator Boys ein bisschen geredet, Chat. Ganz, ganz wenig. Und die meinten auch, ey, wenn du hier teilweise ich bin nicht der Fan, ist ja, ich hasse so dieses OnlyFans, diese Plattform. Aber hier in Deutschland, wenn du das machst, bist du sehr, ne, die nehmen dich schon gut. Die kann ja nichts anders. Ich bin auch kein Fan von sowas, ne, sage ich öffentlich. Aber da ist es so, egal wie du dein Geld verdienst, sobald es viel ist und gerade jetzt nicht mit Drogen und sowas, dann ist das wirklich so geil. Oha, wie cool. Und die reden da auch so ganz offen drüber. Also jetzt nicht so, die haben gesagt, dass sie das so mitbekommen haben von anderen Influencern, dass es da so völlig entspannt ist. Das ist geisteskrank. Ganz anders. Die denken halt ganz anders. Ja, und in Deutschland spricht man ja eigentlich gar nicht darüber. Gar nicht, ne? Ja. Und das ist schon der Unterschied. Abilo, ja. Deswegen muss man da schon aufpassen. Natürlich hat jetzt auch nichts damit zu tun, wenn du jetzt ein goldenes Auto hast, dass du überheblich bist. Hat ja, weißt du, das sind so Sachen, die natürlich aufgenommen werden in den Medien, aber... Ein bisschen Lifestyle, ein bisschen Marke. Man muss ja schon ein bisschen, weißt du, ein bisschen leben, sage ich immer. Und das Leben also genießen. Hier ist es vielleicht sogar eher so, dass die Fans eine Erwartungshaltung haben. Also wenn du hier jetzt, ich sag mal, mit einem kleinen oder unauffälligen Auto irgendwo ankommst, dann ist man eher enttäuscht und sagt, was ja, los denn? Es läuft nicht, oder was? In LA schon wahrscheinlich. Ja. Atlanta war auch so. Mhm. Aber im Endeffekt, natürlich kann man jetzt auch so einen Sprinter haben oder ein Escalade. Und da mache ich mir jetzt nichts mehr draus. Aber wenn ich halt ein geiles Auto fahren will, dann hole ich mir natürlich ein geiles Auto. So ein, wir können rein, dann gucken, kann ich dir da ein paar Zimmer zeigen. Aber sehr cool. Willi, sag mal hi. Hallo. Hallo. Wie lange ist noch bis dritte kommt jetzt? Jetzt am 8. Dezember. Nice, tschüss. Ist jetzt sogar gekommen. Ich glaube, war nicht der 8. War früher, ne? What kind of shoes are those, Gio? Pumas. Exactly. Junior. But you know that Adidas is better than Puma, right? Yeah, 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 yeah.
that guy. Say it. No, just say no. Say no. Was zockst du denn? Peter Way, der Markenbotschafter. Call of Duty, Warzone. Mhm. Früher habe ich Counter-Strike viel gespielt. Mhm. Aber jetzt, wie gesagt, mal abends, wenn die Kinder im Bett sind, dann. Aber sonst wirklich nicht so viel, so Gaming eigentlich. Mhm. Welchen Streamern folgst du so? Also wen, also jetzt will ich was hören. Dennis, also wenn du jetzt nicht Willi, Sidney oder mich sagst, dann kotze ich im Strahl. Knossi weiß ich. Ne? Ja. Können wir ganz kurz, also wir letztes Jahr, als ich letztes Jahr mit Knossi in New York war, ja, für unser Weihnachtsfilm. Ne? Dennis irgendwann, hey, mit Knossi in New York, was macht ihr? Und, nee, also Knossi habe ich jetzt auch. Vor ein paar Wochen, also schaue ich wirklich schon öfter zu. Mhm. Eli. Toto! Die Relevanz, knallt rein, Chat. Die Relevanz. Who is Eli? Könnte jetzt der Nachtritt werden? Sydney. Ah. Mhm. Genau, die machen das ja zusammen mit Niklas auch. Kai sagt auch Willi. Und dann gucke ich halt so ein paar Streamern zu, die Warzone auch viel spielen. Da gibt es ein paar hier in Amerika, mit denen ich auch schon gespielt habe, getroffen habe. Und ja, ist eine coole Plattform, also Twitch zu haben, so und Leuten zuzuschauen. Follow da lassen auf Twitch heute. Ist schon cool. Und ich fange das, also habe ja auch angefangen. Mhm. Ich glaube, das erste Mal war sogar, wo ich das erste Mal hier in LA war, wo ich für die Lakers gespielt habe. Und ja, jetzt wollen wir das natürlich nach vorne bringen. Mhm. Komplett, ja. Und du machst jetzt auch, also YouTube machst du ja auch noch gar nicht so lange, ne? Weil ich weiß, dass Alan hat ja einen Kanal auch, ne? Ja. Den gibt's ja schon ein bisschen länger. Da sieht man, das ist auch so wie bei Davis. Die machen das nur aus Langeweile und weil sie das wahrscheinlich Spaß daran haben. Wenn ich euch erzähle, Chat, ich mach Twitch auch Spaß und YouTube, da geht's natürlich auch um Kohle, ne? Wenn Twitch natürlich jetzt hier umsonst ist, ne? Ein Spaßprojekt? Weiß ich jetzt nicht. Natürlich schaut ein Dennis Schröder, was er gerade in CPM hat und sorgt sich da um Monetarisierung. Digga, die machen das einfach nur aus Langeweile. Davis ist ja auch so. Der macht YouTube und Twitch einfach so, weil die Langeweile haben. So, die haben einfach Spaß daran. Ja, ja. Also unser Kanal, mein Kanal, das war eigentlich Louis der Hauptkanal, wo Familiensachen waren. Dann haben wir aber gesagt, okay, oh mein Gott, nein, das Video eigentlich ist sollten wir mehrere Kanäle natürlich machen. Und jetzt sollte eigentlich mein Kanal, den wir jetzt machen, so das Tagtägliche sein, plus halt Basketball. Weil wir natürlich den Leuten da draußen in Deutschland zeigen wollen, was wir machen. Ja, Equipment ist low. Aber der hat da, glaube ich, nicht so viel Ahnung davon, ne? Der streamt da nur nicht so lange. Bruder, Streamer mit einem Monitor ist hart. Das geht gar nicht. Wo guckt er sich den Chat an? Hä, reicht? Hä, Eli Geller die 1? Nein, reicht nicht. Für einen Streamer ein Monitor ist sehr wenig. Ist extrem wenig. Du brauchst einen zweiten Display. Wegen den Chat. Das ist so, als wenn du mit einem Fußballschuh Fußball spielst. Theoretisch könntest du jetzt ein iPad nehmen oder ein Handy. Kannst du machen, ja. Aber der Mann ist, Digga, der ist Multi-Millionär. Da kannst du dir auch mal hier einen 100-Euro-Monitor hier hinstellen. Drei Monitor, eigentlich ein Monitor hier für Gaming. Rechts ist Chat von mir aus. Links ist, da siehst du dein OBS-System, ob alles läuft. Wo ich mich immer drüber aufrege, wenn die Cam und so kaputt ist. Und hier oben sind dann Subs und Spenden und so. Vier Monitore, bist du durch. Wie ich trainiere, wie ich mich ernähre und die ganzen Sachen und im Endeffekt wollen wir da einfach nur so einen guten Einblick verschaffen, weil keiner macht es halt in der NBA. Okay. So, Leute, gleich mal, also müsst ihr natürlich jetzt auch mal auschecken, ne? Also den Kanal von Dennis. Genau. Ja. Braucht noch ein bisschen Support. Ja, natürlich. Wir wollen natürlich die 500.000 erreichen jetzt. Wir arbeiten dran. Wir machen jetzt auch so 2-3 Videos. Oder jeden zweiten oder dritten Tag versuchen wir Videos zu machen. Ja, sieht gut aus, also habe ich natürlich auch angeschaut. Ja. Gutes Intro, ne? Schönes Intro Logo. Ist gut, ja? Ja, immer, Intro immer gut. Das ist schon echt gut. Mhm. Boah, das Kabelmanagement auch mit dem Verlängerungskabel da drauf. Dass wir das so ein bisschen attraktiver machen können, auch mit dem Basketball-Löwen, die ich ja während Corona geholt habe. Gekauft habe. Genau. Wisst ihr, was ich mich frage, wie das aussehen muss, so eine Überweisung, auch so bei Messi und Ronaldo und so. Dann steht da, so weiß ich nicht, Real Madrid oder Paris Saint-Germain, 30 Millionen. Bei Ronaldo steht jetzt gerade nichts da, aber ihr wisst damals halt, ne, bei Real oder so. Wie das aussehen muss, eine Überweisung, 30 Millionen, bam. Das schade, da guckst du doch immer liebend gerne mit einem Lachen auf dein Konto. Im Endeffekt, seitdem gibt es... Jetzt gehört ihr im Basketballclub. Ja,
wo ich früher auch gespielt habe. Ja, ja, ich weiß. Deswegen wollte ich natürlich zurückgeben. Und ja. Und was ist der Plan? Also, was willst du draus machen? Also, früher, wo ich da war, war das der Jugendstandort. Wisst ihr, wo das krass sein wird? Bei so jungen Leuten, die zum ersten Mal so ein Ding bekommen. So dieser eine Typ von Real, dieser 16-Jährige, der geholt wurde. Erste Jahr, wenn er noch nicht so dran gewöhnt ist, Ronaldo guckt auf sein Konto, sieht 30 Millionen, passt, schmeißt sein Handy so weg auf sein Bett. Ich glaube, ich würde einen Livestream machen und ein YouTube-Premiere-Video von meinem Kontostand. Und ich würde da alles überprüfen, ob da jeder Cent direkt auch drauf ist. Da würde ich ja so gehypt sein. Das wäre der Tag meines Lebens, wenn da dann so steht, bam, 20 Mio oder so. Für ganz Deutschland eigentlich. Mhm. Also wir waren sehr, sehr gut aufgestellt. U17 ist JBBL, Bundesliga, ja, Jugendbundesliga. Da hatten 19 Jugendbundesliga, hatten wir eine Oberliga, Regionalliga, eine zweite Liga und eine erste Liga. Wenn du halt diese ganzen Sachen so hast und so in der Struktur hast, dass alle halt genau so laufen, kommen halt viele, viele Talente zu dir, um sich auszubilden. Und das war halt so, dass die Struktur, wo ich da war, und ich will das halt nur noch ein bisschen optimieren. Die letzten Jahre, wo ich dann halt hier in Amerika war, wurde halt alles zerstört. Aber die letzten zwei Jahre haben wir echt einen sehr, sehr guten Job gemacht, dass wir jetzt auch wirklich viele Sponsoren haben, die wieder mit rein wollen. Und ja, das ist so das grobe Ziel. Für die erste Liga natürlich wollen wir auch irgendwann international spielen. Wir wollen das einen sehr großen, also einen großen Club machen. Natürlich mit vielen Deutschen. Das ist immer so unser Konzept gewesen. Jung, wild, hungrig. Den ganzen Deutschen sie aufziehen und dann, wenn wir irgendwann natürlich international spielen, dass wir die besten Deutschen haben. Patrick, danke für den Sound. Aber man muss es halt auch realistisch sehen, wenn du nicht international spielst und Leute sich entwickeln, dann wollen sie natürlich irgendwann in Europa gut vertreten sein. Und oh mein Gott. Oskar-Kemmer-Schule, die macht halt wirklich, gibt Ausbildung an unsere Jugendspieler. Und da war ich 2012 tatsächlich auch als Bürokaufmann tätig bei der Oskar-Kemmer. Und ja, die sind jetzt mit uns im Boot, also Gesellschafter, 15% haben sie. Und wir wollen natürlich so ein paar Leute, wollen halt breiter aufgestellt sein. Sure. Ah, gut, ja. Das ist so, guter Plan. Das ist das Ziel. Ja. Was denkst du, wie lange kannst du aus deiner Sicht oder kann man in der Regel so NBA spielen? Ich habe gestern, also bisher, vorgestern habe ich mit LeBron gesprochen darüber, wie lange er noch spielen will. Und LeBron hat tatsächlich gesagt, er will noch 5, 6, 7 Jahre spielen. Und er wird ja jetzt 38. Krass. Er sagt mit 45. Aber es ist ja eine Frage des Körpers am Ende. Natürlich, aber er passt natürlich sehr, sehr auf seinen Körper auf. Und ich habe das halt von ihm auch so gelernt, mein erstes Mal, wo ich hier war. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich will so auf jeden Fall bis 40 spielen, auf einem guten Niveau. Ich passe halt auch auf meinen Körper auf. Natürlich Dr. Müller-Wohlfahrt im Sommer, dass man halt Behandlungen macht und so. Und so bis 40 wäre schon, und aber auch in meinem Club will ich gerne spielen, in Braunschweig nochmal. Und natürlich irgendwo in Europa wäre nochmal cool, wenn ich so, weiß ich nicht, Madrid, Barcelona irgendwie so mal sehen kann, dass man einfach mal in einer Stadt lebt, wo halt also, auch ja, immer geiles auch Wetter ist in Europa. Deswegen, ja, aber bis 40 wäre schon mein Ziel, und danach ist vorbei. Dann natürlich ein Business. Ja, ja, nächstes Jahr, also 10 Jahre USA, oder? Genau, 2013. Ging schon los. Ging so, als wäre es so 3, 4 Jahre gewesen. Ja, krass. Mein 10. Jahr jetzt. Leute fragen mich immer, wie lange bist du hier? Ich sage, ja, mein 10. Jahr jetzt. Sie sagen, 10. Wie alt bist du? Ja, 29. Ich sage, boah, mit 18, 19 bist du gekommen. Das ist schon echt 10 Jahre, das ist schon in der NBA, das ist nicht üblich, sagen wir es mal so. Normalerweise Average ist 4 bis 5. Die ganze Zeit so. Jetzt muss ich auch drauf achten. 5 Jahre, bei LeBron natürlich jetzt 2. Das ist schon echt 10 Jahre, das ist schon in der NBA, das ist nicht üblich, sagen wir es mal so. Normalerweise Average ist 4 bis 5 Jahre, bei LeBron natürlich jetzt 20 Jahre. Aber er ist halt LeBron James, so der Beste, der je wahrscheinlich gespielt hat, mit Michael Jordan und ein paar anderen. Und der kann sich natürlich aussuchen, wie lange er spielt in der NBA. Bei mir jetzt zum Beispiel ist es nicht so. Da muss man natürlich die Leistung auch bringen. Und ich glaube, da habe ich jetzt noch 3, 4, 5 gute Jahre. Und dann will ich nach Europa und will gerne eine Meisterschaft mit Braunschweig holen. Das wäre natürlich cooles Ziel.
Das wäre wär natürlich cool. Eli, wie lange geht's im Stream? Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, kann ich nicht einschätzen, Bro. Auf jeden Fall werde ich so diese 6-mal die Woche streamen, das kannst du nicht über 5 Jahre durchziehen, das funktioniert nicht. Sowas geht halt nicht, ne? 6. Also, ich will schon länger streamen, aber auch irgendwann ist auch mal so, okay, 2, 3, 4-mal die Woche, ne? 65 geht, ja, passt. Ich weiß nicht. Also, ihr habt aber mindestens noch 10 Jahre meine Fresse wahrscheinlich. In der Cam. Weiß noch nicht, muss gucken. Wahnsinn, ja, auch für die jungen Spieler natürlich. Ja, Wahnsinn. Klar, das ist. Wir trainieren auch immer jeden Sommer, wenn wir da sind. Ich hatte das früher nicht. Wie alt sehe ich aus? Ich würde sagen, ich sehe aus wie Mitte 20. Wenn ich euch jetzt sage, ich bin 23. 27? Ich sehe doch nicht aus wie 27. Ich kann 20 sein, ich kann aber auch 26 sein. Ja, so, ich sehe aus wie ein Mitte 20-Jähriger. Passt. Nee, Digga, so 28, 29 nicht. Weiß ich nicht. Doch, ja, weiß ich nicht. Okay. Scheint sich älter aus. Nee, also ich habe das mal mit Heiko Schafazek gehabt, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der auch bei Alba Berlin gespielt, viel deutsche Nationalmannschaft. Und da war ich U19, da habe ich ihn das. Mann, Eileen hat mir das Video verkackt! Jetzt achte ich da die ganze Zeit drauf. Nee, ich habe das mal mit Heiko Schafazek gehabt, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der auch bei Alba Berlin gespielt, viel deutsche Nationalmannschaft. Und da war ich U19, da habe ich ihn das erste Mal gesehen und da hatte er diesen Hype. Und habe ich gesagt, ach du Scheiße, das ist ja Heiko Schafazek so. Und ich kam halt darauf wirklich nicht klar eigentlich. Habe darüber immer überlegt und ich habe halt gesagt, ich spiele halt in der NBA und ich kann halt für diese ganzen Leute, weißt du, so ein Vorbild sein, ein bisschen mit denen auch interagieren, dass die halt wissen, okay, ey, er ist auch einfach nur ein normaler Mensch. Mann, Digga, ich höre gar nicht mehr zu. Das ist so scheiße. Kai, jetzt übernehmen du mal das Wort, bitte. Und deswegen machen wir das jeden Sommer, dass wir ein bisschen spielen zusammen. Kenne einen Guss. Naja, aber erstmal noch ein paar Jahre NBA. Ja, erstmal noch. Hey, und man muss wirklich, eins muss man wirklich sagen, du siehst ja so unglaublich jung aus. Jung aus, ja? Ja, ja. Sag mal, na wirklich, musst du sagen, wie oft wirst du nach deiner ID gefragt, wenn du hier irgendwo hingehst? Das kommt bestimmt gar nicht, schon. Gar nicht. Na komm, wenn ich hier ja, das ist klar, aber Leute, die dich nicht kennen. Ja, ich habe ja noch nie Alkohol getrunken in meinem Leben. Noch nie. Okay, und hat das mit der Religion zu tun? Nee, nicht wirklich. Okay. Also im Endeffekt wurden wir nicht so streng erzogen. Aber im Endeffekt so da für mich war das easy, immer so ein, danke, Nessa. Ich will keinen Alkohol trinken. Man muss natürlich aber auch ein bisschen sacrificen, ne? Wenn du Profisport machst, musst du natürlich auch Sachen einstecken, so wie kannst halt nicht jeden Tag rausgehen oder kannst nicht in den Club gehen, wenn du jung bist. Das habe ich halt auch alles immer liegen lassen. Und, aber es gab ja auch eine Zeit vorher, weißt du, also so mit 15 oder so auch kann nicht. Man, ja, meine ich. Das, 15, das, 16, 17, da habe ich, glaube ich, bin ich um 7 immer aufgestanden und hatte dann Schule bis 15:45 und dann von 17 Uhr. Zweimal Trimmerbruch, Digga. Ich hatte immer ein oder zwei Tage in der Woche, wo ich auch bis 15:45 hatte, dieser lange Tag. Ich hatte immer, was war denn bei mir Standard? Ich glaube, Standard ist so 14 Uhr, dann hattest du manchmal Glück. Warte mal, wie war das denn damals bei mir? Erste Stunde bis zur 8. Hatte man 8 Stunden? Ich glaube 8. 8 Uhr war bei mir Start, bis 8:45 Uhr war immer eine Unterrichtsstunde. Wie lange hatte man Pause? 5 Minuten? 5 Minuten Pause, dann von 8:50 Uhr bis 9:35 Uhr, dann hatten wir eine große Pause, irgendwie so 25 Minuten oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Auf jeden Fall hatten wir ganz selten mal so bis so nach der, so um 13 Uhr Schluss. Ich glaube, Standard war 14 Uhr und du hattest manchmal Tage bis 15:30 Uhr. Blöcke hatten wir früher, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich hatte eine richtig geile Videoidee, Chat. Soll ich sie euch mal callen? Ich weiß ja nicht, ob das geht. Ich habe meiner Oberschule eine Mail geschrieben, ob ich nicht eventuell ein Video da drehen kann. Alte Lehrer von mir sollen so sagen, wie ich war und ich zeige so, wo ich saß in der Schule und wie ich so, was ich da so gemacht habe. Das wäre voll geil. Ich warte gerade auf deren Antwort. Aber das ist halt schwierig so mit Schulen filmen, ne? Da musst du aufpassen. So, du kannst ja keine Kinder filmen. Will ich ja auch nicht machen. Ich will nur so filmen, wie ich so, ja, wo ich so saß und sowas. Da brauche ich aber die Zustimmung. Dann besuchst du die Klassen. Ja, genau. Und dann dürfen die mir eine Frage stellen. Dann gehe ich in die Klasse rein, wo meine Klasse war und dann dürfen die mir so Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Früher waren ganz oft, also bei uns war das irgendwie random. Da sind manchmal alte Schüler dahin gekommen und haben dann so erzählt, was die jetzt machen. Dann gehe ich da so hin und ich sage, yo, ich bin ein Streamer. Da kenne ich wahrscheinlich auch so ein paar Oberschule. Und dann stellen die mir so Fragen. Wie groß denn irgendwie auf der Verlichtung gebumst? Das kommt dann, die Fragen kommen dann. Ist eine Klasse voller Hater, stell mal vor, voller Stream-Sniper. Dann haben sie aber ein Problem. Dann kacke ich den auf den Tisch. Uhr bis 1 Uhr Training, bis nachts 1 Uhr. Meine Mutter hat mich eigentlich gar nicht gesehen. Und das war, wo ich in Wolfenbüttel gespielt habe und habe halt so hart trainiert, weil mein Papa ist ja dann verstorben. Das hat so alles geändert bei mir. Und
das war halt so der Trigger-Point bei mir, dass ich gesagt habe, nur noch Basketball. Mhm. Aber man muss sagen, du hast dein Versprechen eingelöst. Ja, natürlich. Deswegen. Und 10 Jahre jetzt schon. Ne? Und deswegen hoffe ich, dass er noch... Und die alten Klassenbucheinträge vorlesen. Boah, wäre das geil. Du bist eine Legende auf der Wilmer-Rudolf-Schule, Edi. Ja, ich würde mal gerne hingehen. Das würde mich mal interessieren, ob die... Also ich denke schon, dass mich da ein paar kennen. Aber ich habe ja gar nicht so oft drüber geredet, dass ich von da komme. Und ich habe mir das angeguckt. Es gibt da irgendwie so 40 Lehrer, 40, 50 Lehrer. Und davon sind nur noch 3 oder 4 aus meiner Zeit. Digga, ich bin jetzt 25. Ich bin von der Schule gegangen, da war ich 16. Das ist einfach fast 10 Jahre her. Voll krass. Natürlich stolz ist. Ja, mit Sicherheit. Das ist schon cool. Aber was ich sagen wollte eigentlich, ich wurde noch nie gefragt, weil ich natürlich kein Alkohol oder Zigaretten im Supermarkt kaufe. Mhm. Deswegen fragen Stimmt. sie nicht nach ID oder deswegen. Aber vielleicht im Kino schon mal. Ach, Quatsch. So jung sehe ich jetzt auch nicht aus. Dieser eine Tag in der Schule und dann kommt einfach Eli. Ich glaube, ihr seid krank und ihr seid so Fan und ihr wisst nicht, wann ich komme. Und dann verpasst ihr mich sozusagen. Okay, oder so. Können wir es auch richtig machen. Ich mach. Jetzt wird mal Rudolf komplett voll in die nächsten Tage. Und wir sind viele Schüler da gewesen. Ja, der Kleine hat Hunger. Ich werde mich aus dem Bett holen. Taco Tuesday. Ja, das hatten wir heute auch. Ja, ich glaube schon. Ja. Immer dienstags haben wir in der Halle, machen die Köche Tacos. Und habe ich da ein paar mitgenommen. Ah, siehst du, das habe ich gerade gefragt, ob ihr Essen bekommt. Genau, so, wenn ihr gibt es eigentlich alles immer. Also wir machen schön Hähnchen, dann mit Steak auch Tacos. Sonst immer Pasta bei den Spielen. Tacos fand ich ein bisschen overrated, muss ich sagen. Generell Essen in L.A. hat mich nicht ganz so abgeholt, sorry. Nach dem Spiel Salmon. Und ich war also, bei den besten Läden angeblich. Da bist du schon gut aufgestellt, da brauchst du eigentlich nicht. Also wenn du der hat mir irgendeinen Laden gesagt, wo irgendwelche NBA-Stars essen gehen. Und weiß ich nicht wer, wo Kylie Jenner und so hingehen. Was soll ich dir erzählen? Deine Leben würdest du mit dem so Essen, was sie dir providen, würdest du überleben. Mhm. So einen Plan, was wir essen sollen, gibt's nicht. Mhm. Da... Auf was verzichtest du? Gibt's irgendwas? Also das ist ja viel spannender, auf was du verzichtest. Also rotes Fleisch. Mhm. Schaust du so auf Zucker zum Beispiel? Oder verzichtest du auf Zucker? Boah, ich muss ehrlich sagen, also ich war echt ein Süßigkeiten-Junkie. Und da musste ich auch echt runterschrauben. Okay. Sehr viel. Aber natürlich mal geht das. Und sonst, wie gesagt, Getränke, viel Wasser. Vitamin, sag's! Aber natürlich auch viel so Ananas. Er hatte die Möglichkeit, Markenbotschafter zu werden. Saft mag ich sehr gerne. Und, aber keine Sodas und sowas. Mal geht schon. Wie oft gehst du mit zum Spiel? Unter normalen Umständen. Jedes. Ja? Ja, also jetzt bei der EM zum Beispiel auch haben wir gar kein Spiel verpasst. Ja. Jetzt, wo er halt nicht gespielt hat, bin ich nicht gegangen. Hätte er gespielt, wäre ich gegangen. Mhm. Aber Freitag bist du also dabei. Ja, da ich nicht lange sitzen kann momentan und nicht lange stehen kann. Es ist halt ein bisschen schwierig, ist, wenn ich gesagt, wenn er nicht spielt, dann bleibe ich halt auch zu Hause. Mhm. Aber hätte er gespielt, wäre ich gegangen. Hätte ich mich überwunden. Sie ist sogar nach Schweden gekommen, war im 7. Monat. Jakob, nice. Eigentlich hat normalerweise war ja kein. Habe ich doch gesehen. Keiner von der Familie war da. Mhm. Und das gab es also in meiner Karriere nicht, in 10 Jahren. Und dann habe ich gedacht, okay, heute ist das erste Spiel, wo ich alleine bin. Auf einmal kommt sie im ersten Viertel. Schon. Ich call es. In den nächsten bis 25, sage ich, gibt es 8-mal, 7-mal. Also 1 Minute 30. Sag normalerweise bei jedem Spiel alle am Start eigentlich. Mhm, ja. Wie happy warst du jetzt, dass es, oder vielleicht war das ja auch, vielleicht wollte das die Familie auch, dass es dann zurück nach L.A. ging? Also, Ellen auf jeden Fall nicht. Du wolltest nicht nach L.A.? Nein, sie mag L.A. nicht. Nee. Wo wärst du denn am liebsten hingegangen? Also nur von der Stadt jetzt, ganz unabhängig vom Verein. Ich kenne mich jetzt nicht so super aus in Amerika, aber bisher, wo wir halt eben gewesen sind, da war Oklahoma mir am liebsten. Ja? Weil das halt super still, ruhig, ländlich. Mhm. Das war so meins. Hier dieses viele, dieses Pizza, Glamour und so viele Verkehr und laut und nicht so meins. Ja, also für mich. Und wir sind drinne. 45 Sekunden hat's gedauert. Ich war es natürlich so wie bei Deutschland, bei der Nationalmannschaft. Ich habe ja die Olympiade nicht gespielt. Mhm. Das Jahr zuvor
Wenn ich das jetzt rückgängig machen würde, würde ich gerne spielen. Mhm. Deswegen habe ich halt gesagt, dieses Jahr werde ich halt wirklich das so weit herauszögern, keinen Vertrag zu haben, damit Leute natürlich sehen, wie committed ich bin für die Nationalmannschaft. Und ja, da habe ich, glaube ich, am 18., nee, 16. glaube ich, unterschrieben. Das ist so schon echt an der Grenze. Ja, 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 ja. Mhm. Aber wie gesagt, LA wollte ich noch mal, wollte ich den, den Fans natürlich, weil ich auch nicht vor Fans gespielt habe, es war ja das Corona-Jahr, da waren Ghost-Spiele nur. Und nochmal diese ganze Organisation, das ist ja die größte Organisation der Welt, im Sportlichen her, kennt jeder, egal ob du Basketball-Fan bist oder nicht. Natürlich wegen den ganzen Legenden, die gespielt haben dort. Aber deswegen wollte ich das nochmal gerne erleben. Das ist ja nach wie vor so eine ganz große Geschichte mit deinem Weggang aus L.A. Mhm. Ja, oh, jetzt sagt der andere, Digga, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr nochmal gucken. Da gibt es ja auch so viele Versionen von der Geschichte. Ja. Ich hab ja wie ist denn die richtige Geschichte? Ja. Ich habe ja vor, ich weiß gar nicht, bevor, wo ich hierher gekommen bin, haben die Leute, Wahab Pelinka hat mich gefragt und hat gesagt, wie sieht's aus, Dennis, weil ich weiß, wo du dann nach Boston gegangen bist, haben Leute das anders aufgefasst. Und, im Endeffekt hat er gesagt, ey, wir haben nie über eine Zahl gesprochen, wir haben nie an einen Tisch gesessen und ein Papier bekommen und gesagt, ey, hör mal zu, wir offern dir 84 Millionen, wie es halt in der Presse stand. Wir haben halt nie darüber gesprochen, weil wir immer gesagt haben, ey, wir werden in der Saison nicht sprechen, wir wollen uns auf Basketball konzentrieren und dann gucken wir, was halt nach der Saison passiert. Und wir haben halt sehr gut gespielt, sehr gut auch angefangen. Ich meine, ich glaube, wir waren 21, 22, 6 am Anfang. Digga, das ist geisteskrank. Und ja, dann natürlich waren da so ein paar Leute, die zu mir gesagt haben, ey, wollen wir nicht mal hinsetzen? Habe ich gesagt, spricht mal mit meinem Berater. Aber das halt abgelehnt und diese ganzen Sachen, das war nie der Fall. Das hat natürlich Lakers jetzt auch bestätigt direkt. Und, aber so wurde die Geschichte ja immer erzählt, ne? Weil die Version war ja immer, ne? Du hast dieses Vierjahresangebot gehabt mit über 80 Millionen Dollar. Immer. Dann wolltest du Free Agent werden, um quasi am Ende, also so wurde es dann immer hingestellt, mehr rauszuholen noch. Aber Medien machen das so groß wie, also das ist ja deren Job, was Negatives zu finden, damit sie eine große Geschichte haben. Und im Endeffekt habe ich halt gesagt, ich weiß gar nicht mehr, worüber die reden, ne? Sag, ey, ich weiß, wie die richtige Geschichte ist. Natürlich, die Lakers haben jetzt nochmal gesagt, du kannst nochmal richtig stellen, wenn du willst. Dann habe ich gesagt, ey, wie ihr es wollt. Meinte Wahab Pelinka, ja, sag das mal. Habe ich denen gesagt, die haben das confirmed und im Endeffekt, jetzt ist es halt aus dem Dings raus. Er kann tanzen. Tanzen? Das ist ein Tanz. Frost Leonard. Mit Musik. What's your favorite music, Junior? Oh, das wollen wir wahrscheinlich ansprechen. Top Off. Das ist ein Song von Gunna. Ich weiß nicht, ob wir das sehen. Weißt du, wird das Video gleich geflaggt. Ja, also, nein, aber er mag echt Hip-Hop auch gerne. Aber Mama mag das nicht so. Moin, erstmal krass, was du erreicht hast und viel Glück. Weißt du zufällig schon ungefähr, wo der nächste Real Life Indiana Cup ist? Bleib gesund. Ja, in St. Moritz, in der Schweiz. Wintergame St. Moritz. Ich muss mal die Clean Version raussuchen. Ja. Der spielt nur Basketball. Der ja. Auch nur Basketball. Gutes Talent. Ja, er wird auch. Müssen wir in die richtige Richtung pushen. Der wird gut. Hat er Anthony Davis jetzt getroffen, LeBron am Telefon, er hat ein Video gemacht. Und für ihn das einfach so zu erleben, das ist halt riesig, bei den Spielen zu sein. Ich höre jetzt Dennis zu, ich muss weg. Hautnah dabei zu sein, ist schon. You wanna do a push-up? Ja. Yeah. Okay. Au! Er macht auch wenn er Basketball spielt, zieht er. Okay, let's, how many we doing, Jim? Five. Five? Okay, let's do it. Okay, you count, okay? Count. One. Two. Three. Keep going. Four. Last one. Five. Good job. Cool. Wow. Nee, was anderes. You can put your shirt back on now.
Wie sieht eure Trainingsroutine, also wenn ihr jetzt Teamtraining habt, wie oft in der Woche trainiert ihr? 6 Mal. Oh, wir haben ja 3 bis 5 Spiele in der Woche. Oh, ja. Das heißt, wir... Digga, die haben 3 bis 5 Spiele in der Woche. Die haben alle 2 Tage einfach ein Game manchmal. Die haben manchmal ein Spiel und am nächsten Tag wieder ein Spiel. So eine Scheiße geht da. Das ist geisteskrank. Ja, trainieren nicht wirklich viel. Mhm. Das heißt, nach dem Spiel, wir haben jetzt gestern gespielt, dann kommen wir, heute sind wir zusammengekommen um 11. Mhm. Da bin ich immer 2 Stunden vorher da, mache dann wegen meiner Hand jetzt gerade 30 Minuten, dann mache ich Treatment, also Behandlung, dann 30 Minuten Fitness und dann fange ich mit individuelles Training am Basketball und danach direkt ins Teamtraining. Aber Teamtraining ist halt immer so vielleicht 30 bis 45 Minuten, wo wir halt so Systeme durchgehen, über das andere Team oder das nächste Team sprechen. Mhm. Und dann ist eigentlich schon vorbei. Dann natürlich jeder, der werfen will, kann noch werfen. Mhm. Und dann ist schon vorbei. Mhm. Weil wir halt wirklich 3, 4 Spiele in der Woche haben, 5 Spiele manchmal sogar. Deswegen ist es unmöglich, zu viel zu trainieren als Team auch, wo wir halt wirklich 5 gegen 5 spielen können. Und dann reist ihr ja auch wirklich dann viel. 41, ne? Ja, wir haben also 41 Flüge, das heißt 82 Flüge hin und zurück jetzt. Mhm. Jede, was, 6 Monate. Krass. Und dann 82. Und habt ihr einen Teamflieger? Oder wie fliegt, wie reist ihr? Mit Houston, wo ich ja zu Houston getradet worden bin, der hat seinen eigenen Flieger. Mann, Bro, er hat gerade 4 Mal, ich schwör's dir, das war in 2 Sekunden oder so, warte mal. Wie reist ihr? Mit Houston, wo ich ja zu Houston... 20. So, ab 19, bei 19 hat er das erste gemacht. Houston getradet worden bin, der hat seinen eigenen Flieger. War Bro, also... 4 Mal in 2,5 Sekunden. Also mit der beste Flieger überhaupt. Aber Lakers hat einfach einen normalen, das ist so ein Delta-Flieger. Mhm. Aber da sind schon, also die Sitze ganz anders. Kennt man so normalerweise nicht. Na gut, ihr habt ja natürlich auch Leute, die deutlich größer sind als andere. Ja, deswegen. Aber das ist dann immer derselbe Flieger? Immer derselbe, okay. Genau. Ja. Aber halt so ein, da fliegen ja was 60 bis 100 Personen immer mit. Ja. Und gibt's da im Team quasi, weil das weiß ich aus dem Football, das hat Sebastian Vollmer mal erzählt, dass die Rookies dann tatsächlich nicht so gut sitzen wie die großen Stars? Also, oder gibt es Unterschiede? Also quasi ist das alles für euch, für die Mannschaft First Class bestuhlt oder gibt es unterschiedliche Sitze? Es gibt schon unterschiedliche. Also wenn du reinkommst in Flieger, links sind halt die ganzen mit Tisch, wo wir halt Karten spielen immer. Dann gibt es da, glaube ich, so 13 bis 15 Sitze, also die halt wirklich so wie im Bett sind und da jetzt auch gute Sitzplätze sind. Und dann dahinter direkt sitzen dann schon manchmal ein paar Rookies, die halt so ein G-League und einen NBA-Vertrag zusammen haben, Kooperationsvertrag. Die sitzen dann da, weil wir halt nicht so viel Platz vorne haben. Und dann halt natürlich Trainer, danach die Medienleute, aber eigentlich alle Plätze sind gut eigentlich. Also die, ich sag mal, die Hauptspieler, die haben schon dann alle. Ja, die haben schon Plätze. Die besten Plätze, können halt Karten spielen. Mhm. Was wird da gespielt? Buey, das ist schwer zu erklären. Also, das hat er mit uns auch gespielt, das ist übertrieben schwer. Ich hab's bis heute nicht verstanden. Man muss irgendwas mit Karo oder halt mit diesem Emblem und mit der Zahl. Er hat versucht mir zu erzählen, ich habe losgelassen nach 2 Minuten. Wir haben alle losgelassen. Das ist schwer zu erklären, es geht um Trümpfe. Ja, man muss es überbieten. Jeder kriegt 5 Karten, eine Karte wird aufgedeckt und das ist die Trumpfkarte. Okay. Da musst du halt so viele Bücher mitholen wie möglich und dann ist halt eine Summe im Pott und die kannst du dann halt... Ah, da wird richtig... Ja, okay. Schon. was für eine... Ja, Junge, was der mir da erzählt hat, also das ist auch... Also reden wir da ungefähr? Boah, das Also ich meine, da sind ja, sehen ja alle, sehen ja ein paar Jungs zusammen, die ja alle ein bisschen bei uns, wir müssen uns Dollars auf dem Konto haben. Ja, genau. Deswegen, das sind schon... Wie gesagt, wir machen natürlich auch, dass es Spaß bleibt natürlich. Aber hin und wieder mal, wie gesagt, da geht schon eine größere Summe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen sollte, aber es ist schon... 6-stellig? Boah. Es kann mal passieren. Yeah? Es kann. Das Spiel ist schon echt, also echt verrückt. Also das geht ganz, ganz schnell. Okay. Aber im Endeffekt kannst du es selber kontrollieren. Mhm. Wenn du halt drinnen sein willst, kannst du reingehen. Aber wenn du nicht willst, dann kannst du auch raus. Okay. Und wie gesagt, da bin ich schon sehr, sehr gut im Plus. Und es bleibt aber, wie gesagt, freundlich. Ne? Das ist wichtig. Ja. Hi, Hello. Baby. What's your name?
Wir sagen immer Baby zu ihr. Baby? Ja, schon. Aber Imalia, Alia Panda. Ist ihr. Panda. Wie muss ich das vorstellen, wenn du oder wenn ihr jetzt Freizeit habt, wenn ihr was macht ihr dann? Also fahrt ihr auch mal zum Strand zum Beispiel? Ich kenne ja viele Leute, die in L.A. leben, die sagen, ich war seit Jahren nicht mehr am Strand. Ja. Ja, weil man immer denkt, das ist so. Erstens ist das ja extrem weit. Ja, man versucht schon viel dann essen zu gehen zum Beispiel, wenn die Kinder schlafen. Wenn die Nannys dann da sind, die können, wenn sie hier sind, können sie aufpassen natürlich. Bene, Hauer, danke, essen gehen. Was machen wir noch? Und fahrt ihr dann, ich sag mal, bleibt ihr dann eher in der Gegend, wo ihr seid, oder fahrt ihr dann irgendwo hin? Gerade ist Nobu in West Hollywood unser. Mhm. Also so, das ist sehr gut, weil wir. Das war der größte Film. Das ist der einzige Laden, wo wir nicht waren. Festhalten für normale Leute. Also so, wenn du jetzt nicht gerade ein NBA-Star bist, ein Monat hat das, die meinten zu uns, nächsten freien Tisch in einem Monat. Sushi essen auch viel. Sonst, wie gesagt, wenn wir mit den Kindern Spielplatz oder Indoor-Playground, Zoo, wenn gutes Wetter ist, waren wir immer viel. Mhm. So eigentlich immer so für die Kinder. Für die dann. Kinder ein Programm machen. Mhm. Ja. Und dann, wie gesagt, diese Twitch-Sachen. Habt ihr nicht Instagram gezeigt? Ja doch, stimmt. Das ist in irgendeinem Vlog sogar drin, ne? Dass es irgendwie einen Monat dauert. Dann immer auswärts, wenn ich eh alleine bin. Dann bin ich eh alleine im Hotelzimmer. Dann kann ich auch einfach... beschäftigt. Ich meine, du bist natürlich Profisportler, aber ich meine, wenn du Profisportler bist, musst du natürlich auch irgendwie Sachen haben, um halt vom Profisport wegzukommen manchmal. Ich glaube, das ist halt immer sehr wichtig, dass man eine Balance findet. Und da will ich halt, wie gesagt, diese Struktur schaffen, natürlich mit Familie. Familie ist an erster Stelle so. Aber dass man dann natürlich auch viele, Ellen zum Glück macht halt auch YouTube, das heißt, sie ist mit im Boot. Ist halt auch sehr, sehr einfach, was das angeht und sehr simpel gehalten von uns. Und dann im Sommer kann man natürlich machen, was man will dann. Ne? Dein Markenzeichen. Ja. Wie kam es dazu? Was sind Markenzeichen? Meine Mutter eigentlich. Ich glaube, mit 14, 15 hatte meine Mutter einen Afro-Shop. Und da hat sie immer Haare gemacht für die ganzen Leute aus Braunschweig. Und irgendwann, also ich habe immer die Haare dort geschnitten für so natürlich Familienangehörige. Die haben gesagt, ich will mir kurze Haare schneiden. Und ich habe halt immer Haare geschnitten, weil ich immer meine eigenen Haare auch gemacht habe. Und ja, dann irgendwann meinte meine Mutter, warum machst du nicht so ein Markenzeichen in deinen Haaren? Dann habe ich gesagt, was meinst du? Meinte sie, mach komplett blond. Dann habe ich gesagt, komplett blond, schwierig. Und dann hat sie gesagt, ja, dann mache ich hier so ein kleines, so blond. Und hat sich das jetzt über die Jahre ein bisschen verändert? Oder ich habe jetzt hier so einen Blitz, das hatte ich ja auch für die EM. Ja, das ist so, wie gesagt, Wiedererkennungswert, die Leute wissen, okay, ey. Und auf dem Feld, ich meine, das haben nicht viele. Und deswegen habe ich das gemacht seit, ich glaube, 15 oder 16 habe ich angefangen damit. Und seitdem immer so gelassen. Und, es ist ja eigentlich auch nicht blond, es ist ja Gold. Echt? Das also. Das versuchen wir natürlich. Dein Parfum ist ja auch wieder schwarz-gold. Achso, ja, stimmt. Hier ist das Parfüm. Atelier Drip heißt das. Ja, haben wir, boah, viel, ich glaube. Jetzt ist Hatini Drip, das heißt arabisch, gib mir Drip, gib mir Style, gib mir, weiß ich nicht. Das ist ja auch wieder Schwarz-Gold. Achso, ja, stimmt. Hier ist das Parfüm. Hatini Drip heißt das. Also, das wäre aber lustig gewesen. Talon Hatini Drip! Ja. So nicht unsere nächste Kollektion. Talon Hatini Drip! Haben wir, boah, viel, ich glaube, jetzt 12 Monate lang dran gearbeitet. Kam eigentlich dazu, weil ich ein Parfüm immer getragen habe und Leute mich gefragt haben, so was trägst du, weil es riecht sehr gut. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich habe die Nase voll, ich will mein eigenes Parfüm machen. Ich habe die Nase voll, und der hätte von mir sein können. Und dann... ich bin der Mann, ich mache hier die Dad-Jokes. Ach so, ja, dann... Sehr cool. Kannst du auch mitnehmen, wenn du trägst. Ja, pass auf, ich sag dir was, ich habe eine gute Idee, was wir... Du sagst, dass Scheiße riecht. Kai, was willst du denn jetzt sagen? Und sagt, er riecht voll Scheiße. Sehr gut, ja, mag ich. Ja. Ja, pass auf, ich wollte gerade sagen, ich weiß, was du damit machst. Vielleicht signierst du ja die Box. Okay. Und dann verlosen wir das. Ach so, ja, natürlich. Das, wir auch ich glaube, das finde ich noch. Das, da gibt es bestimmt jemand, der sich da sehr drüber freut. Richtig. Wow. Schwarz-Gold. Leute, ist das cool?
Ja. Ja. Dann also rüber. Original signiert. Atelier Dürb, Daub Dohr. Ja. Tja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Kein Problem. Hat kein mega Problem. Spaß gemacht. Danke, ja, dass du gekommen bist. Ja, sehr gerne. Ja. Ne? War auch klasse beim Spiel. War das erste Mal für mich hier in Los Angeles. Ich war bei der zweite NBA-Spiel. Einmal Dallas Mavericks in Dallas gesehen. In Dallas wegen Dürb, ja. Genau, und jetzt hier. Cool. War cool. Ja, schön die Kanäle abonnieren, Instagram, YouTube. Genau. TikTok machst du nicht, ne? TikTok habe ich so einen Trickshot-Channel. Mhm. Aber eher die anderen. Genau. Und Twitch natürlich. Twitch, ja. Ja. Das ist, Oha, würde mich sehr über einen Tag mit Thomas Müller freuen. Das würde auch sehr gut. Digga, das wäre geil. Mit Thomas Müller. Das wollen wir gerade anschieben. Da werden wir aber die nächsten Tage, Wochen weiter dranbleiben und weiter streamen auch. Und wie gesagt, aber immer bei den Auswärtsspielen, sodass ich Zeit habe, alleine bin. Mhm. Ja. Ja. Und nicht vergessen, auch Alans Kanal zu abonnieren. Ne? Auch Alan Schröder on YouTube. Das stimmt. Ja. Ja. Julia hat noch keinen Channel. Noch nicht. Ne? Nicht. Schauen wir mal, ob. Ja, du bist ja nicht DJ Khaled, wo die Kinder schon. Wie viele haben die Kinder? Die Kinder haben schon 500.000. Ja, die Kinder haben da schon unglaubliche Instagram-Channels. Er macht das echt gut. Aber muss man halt natürlich ein bisschen gucken, ob man die Kinder mit drin haben will oder nicht. Aber da schauen wir mal. Ja. Noch sind sie so klein, ne? Ja. Ja. Dann später können sie die Entscheidung selber treffen. Das stimmt. Ja. Also, danke fürs Zuschauen. Könnt gerne in die Kommentare schreiben. Es gab ja viele spannende Themen. Gutes Video, interessantes Video. Ich finde auch Kai, der hat es verstanden, Kai Pflaume. Vom Fernsehen so ein bisschen auch YouTube zu machen oder so Social Media, der hat es verstanden, der Mann. Ich habe einmal mit ihm geredet. Der war beim Edi Geller Real Life Cup in München im Audidom. Da hat er zu mir gesagt, dass er es sehr krass findet, wozu mittlerweile Streamer in der Lage sind, dass die Hallen füllen und dass er das übertrieben cool findet und dass ich dranbleiben soll und dass ich einen sehr guten Job mache und er Respekt davor hat. Das war sehr cool. Ja, ja, der ist nicht so verbittert, der ist offen. Der ist offen für neue Dinge. Everything has changed. Every day.